Und diese Woche bei Direkt aus Kurdistan ist unser Gast Petra Bornhöft. Sie ist eine Vollblutjournalistin, die sich nicht einfach nur zur Ruhe setzt, sondern sagt, es ist Payback-Zeit und engagiert sich nun für andere mit Hilfe der Taz-Panther-Stiftung. Eins der Projekte, die Petra ins Leben gerufen hat, war Her Turn, Supporting Iraqi Women in Journalism, welches irakischen Journalistinnen die Möglichkeit gegeben hat, gemeinsam zu lernen, sich unter Frauen wirklich zu verbinden, die Optionen zu sehen, zu diskutieren und sowohl in Deutschland als auch im Irak Artikel zu publizieren. Das alles bei uns im Interview. Hört es euch an. So, liebe Petra, jetzt sind wir da. Halli, hallo, hallöchen. Hallo. Wie geht's dir denn? Gut, wunderbar. Ja, wir haben hier ein bisschen, ich weiß nicht, Sandsturm zurzeit. Das geht ein bisschen auf die Energie. Also es ist nicht so heiß, so 50 Grad, aber ein bisschen müde. Aber wie viel? 49, weiß ich nicht. Also schon. Bei uns ist 25, das ist sehr angenehm. In welchem Teil Deutschlands sitzt du denn gerade? Im Moment bin ich in Mecklenburg, also ganz im Norden. Ach schön, da hat es ja auch noch Wind. Ne? So ist es, ja. Und du bist aber in Erbil, ne? Genau, ich bin jetzt in Erbil und wohne und lebe und arbeite hier und mache jetzt auch Podcasts für die deutsche Community. Aha. Ich bin auch froh, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir heute ein Interview zusammen machen können. Viele Podcasts gibt es noch gar nicht, ne? Habe ich gesehen, oder? In Kurdistan? Also, also Kurdistan in. Ja, genau, wir sind ganz neu. Also wir starten jetzt erst durch sozusagen. Wir hatten jetzt mehrere Interviewgäste. Ja. Aber dann Step by Step kommt das auch alles online für die Menschen zum Zuhören. Ja, es ist schon spannend. Also ich muss sagen, ich bin ja mit wenig Informationen nach Kurdistan gekommen. Ich hatte gar kein Bild sozusagen. Aha. Dann auch wirklich mit sehr interessanten Menschen zu reden, so wie mit dir, dann zu erfahren, was alles gemacht werden kann aus einer Idee, aus einer Inspiration, aus einem Moment, was fabriziert werden kann und wie der Schmetterlingseffekt dann in die Welt hinausgeht und was das alles für Folgen hat, finde ich sehr echt spannend. Also langweilig ist es nicht. Ne? Ja, schön. Ja. Sagen. Ja, Petra. Okay. Gut. Also ich habe ja von dir schon ein bisschen was gelesen, aber wenn du dich vorstellen möchtest, wer ist Petra Bornhöft und was machst du? Ja gut, ich heiße Petra Bornhöft, ich bin Journalistin im Ruhestand, aber nach wie vor ein bisschen aktiv. Ich habe während meines Angestellten-Daseins habe ich erst bei der Taz gearbeitet. Wir kommen ja auf diese Zeitung noch zu sprechen. Dann bin ich bei der Berliner Zeitung gewesen, in Ost-Berlin nach der Wende. Und dann bin ich fast 20 Jahre beim Spiegel als politische Korrespondentin gewesen. Ja, und nachdem das vorbei war, habe ich gedacht, es ist Payback-Time. Alles, was ich geworden bin beruflich, habe ich eigentlich der Taz zu verdanken. Und deshalb bin ich jetzt seit einigen Jahren bei der Taz-Panther-Stiftung engagiert. Das ist eine Stiftung, die sozusagen eng an die Taz angebunden ist, aber nicht die Taz selber ist. Taz steht für Tageszeitung, ganz einfach, Daily Newspaper. Mhm. Aber die Taz ist sehr besonders in der Hinsicht. Vielleicht kannst du mir ein, zwei Sachen dazu sagen. Ja, sie ist insofern besonders, weil sie nicht wie die meisten anderen Zeitungen einem Verleger oder einem Verlag gehört, sondern sie hat mehr als 20.000 Eigentümer inzwischen. Das sind die Mitglieder der Taz-Genossenschaft. Und das Besondere daran ist, dass die zwar alle zahlen, aber sie haben überhaupt keinen Einfluss. Sie können überhaupt nicht bestimmen, was irgendwie die Redaktion entscheidet, was die Redaktion veröffentlicht. Und das ist schon etwas sehr Besonderes. Und das Zweite ist, auch in der deutschen Medienlandschaft ist die Taz insofern ein bisschen besonders,
sie steht sozusagen auf dem liberalen linken Ende der Skala. Ist die Taz ein gutes Beispiel sozusagen für freien Journalismus? Das würde ich schon sagen. Also man muss das verstehen, die Taz ist gegründet worden ungefähr 1979 von Leuten, die überhaupt keine Ahnung hatten vom Journalismus, die aber einfach unzufrieden waren mit dem, was in den, heute würde man sagen, Mainstream-Medien erschienen ist. Sie hat sich im Laufe der Zeit sehr stark professionalisiert und ist schon, würde ich sagen, ja, ein Beispiel für freien Journalismus mit Haltung. Das heißt, wenn man, also sie ist bekannt für ihre sehr, manchmal sehr frechen Überschriften oder es steht dann halt zum Beispiel als Spitzmarke über einem Text, weg mit dem Paragraph 218. Und daneben ist die Ankündigung, her mit guten Löhnen. Das heißt, sie zeigt eine Haltung. Sie ist, ja gut, aber ich will sie jetzt auch nicht total über den Klee loben, weil manchmal finde ich, ist es auch ein bisschen wie eine Kinderzeitung, sage ich jetzt, als ziemlich alte Leserin. Also da ist einfach alles mit dabei. Ja, also langweilig genau. Ist nicht. Was wolltest du sagen? Ich habe gehört, du hast einen Impuls gehabt. Nee, ist gut. Alles gut. Das heißt, die Panther-Stiftung ist ja, das ist eine Tochter, Schwester, was ist es? Also das ist ja irgendwie mit der Taz verbunden, oder? Ja, man könnte sagen, eine Schwester. Also das heißt, dass sozusagen wir sehr viel tun, um den Journalismus der Taz auch zu fördern. Das heißt zum Beispiel, wir finanzieren Volontariate. Umgekehrt ist es so, dass wir auch sehr Guthaben von der Taz. Wir können die Räume teilweise benutzen. Die Redakteure der Taz arbeiten in verschiedenen Projekten der Panther Stiftung. Also es ist sozusagen ja, ein Austausch, würde ich sagen. Geben und nehmen. Ja, genau. Schön. Das Spannende für mich ist jetzt deine Geschichte, wie du, um direkt mal in die Panther-Stiftung reinzutauchen, wie du 2019 nach Irak geflogen bist und was du da vorgefunden hast, das auf die Inspiration hingeleitet hat, dass wir 18 junge Frauen hatten, die ein Programm mitmachen durften, würde ich gerne deine Geschichte dazu hören. Ja, das ist ganz einfach. Also das fängt eigentlich schon früher an. Ich war das erste Mal in den 90er Jahren in Kurdistan, also im Nordirak, und fand das damals total spannend. Also als Kind habe ich Karl May gelesen und dann war ich natürlich, also das Buch Durchs wilde Kurdistan, wo er ja, obwohl er nie da war, aber es wahnsinnig genau beschrieben hat, die Gegend. So, und dann habe ich immer gedacht, naja, also ich würde gerne nochmal dahin. Und es gab dann 2019 die Möglichkeit mit der Taz, die Taz organisiert auch Reisen, mit der Taz dorthin zu reisen. Und unter anderem waren wir in Halabja, dem Ort, wo Saddam Hussein 1988 dieses große Massaker veranstaltet hat mit dem Giftgasangriff. Dort gibt es ein kleines Radio, Newy Denji, ich weiß jetzt nicht genau, wie man es richtig ausspricht, also das heißt Neue Stimme. Dieses Radio, das sind Frauen, die teilweise für die umliegenden Flüchtlingslager Sendungen machen, die aber auch tolle Frauenarbeit machen, indem sie die Frauen halt aus den Camps rausholen zu Nähkursen und dort sozusagen sich untereinander frei und geschützt austauschen können. Als ich dieses Radio gesehen habe, das Radio, das besteht praktisch aus einem Raum mit einer kleinen Anlage, habe ich gedacht, okay, für die Frauen muss man was tun und kann man was tun. Ich habe in der Reisegruppe gleich an dem Tag gesagt, ich will hier einen Workshop organisieren. Am nächsten Morgen hatte ich schon die Zusage für 1.000 Euro. Das war dann sozusagen der Anfang.
Ja, und dann hat es aber eben doch 2 Jahre gedauert. Es kam die Pandemie, wir wollten sehr viel früher anfangen. Wir haben dann versucht, vom Auswärtigen Amt in Berlin Geld zu bekommen. Und die haben dann gesagt, weil Deutschland sozusagen, also wenn es jetzt offiziell wird, nicht die kurdische Region bevorzugen kann, die haben dann gesagt, na, denkt doch mal groß, denkt mal online und versucht für den gesamten Irak was zu tun. Naja, also online war jetzt nun nicht gerade unsere Spezialität bisher. Also es war 2020. Wir haben nie vorher ein Online-Projekt Ich gemacht. glaube, vor der Pandemie waren viele noch nicht Spezialisten. Jetzt hat sich das so schnell Genau. geändert. Okay. Genau, es hat sich geändert. Wir haben das dann, also wir haben ein Konzept entwickelt. Ja, dann haben wir das Geld bekommen. Wir haben, also wobei man immer sagen muss, wir kriegen das Geld, also wir beantragen beim Auswärtigen Amt Geld. Sie mischen sich nicht ein. Das ist auch, wäre für uns undenkbar. Und wir sammeln Geld bei unseren Spendern. Also das, da muss immer ein anständiges Verhältnis sein, um nicht in eine Abhängigkeit zu kommen, zum Beispiel von einem Ministerium. Ja, und dann haben wir im Oktober 2020 angefangen. Wir haben jeweils alle 14 Tage uns online getroffen. Und das Tolle und eigentlich das Überraschende für uns auch war, dass die Frauen, die also von Duhok bis runter nach Basra kamen, dass die einfach dabei blieben. Weil im Grunde genommen denkt man ja, mein Gott, so ein Online-Workshop, also wir sehen uns nur am Bildschirm. Das ist eigentlich das, was wir ungern mögen, weil die Kommunikation sozusagen am Rande eines Seminars, wo es dann wirklich persönlich wird, die fehlt natürlich bei den Online-Seminaren. Wobei ich sagen muss, die Irakerinnen sind da auch ein bisschen anders, also irgendwie freier. Also die eine Frau aus Sülemanier, na, die hatte gerade ein Kleinkind dabei und das wurde dann gestillt vor der Kamera. Oder die Frauen haben halt auch sehr, sehr dramatische Geschichten erzählt. Sie haben gleichzeitig, was auch toll war, sie haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Wir haben versucht, nachher sie zu Signal zu bringen oder wenigstens haben wir Telegram dann geschafft. Und diese Gruppe existiert heute noch. Es gibt also, aber das kann ich vielleicht nachher erzählen. Also soweit erstmal, wie es zustande kam überhaupt. Also es scheint ja doch, dass die Frauen sehr interessiert waren, natürlich einen Austausch zu bekommen. Wenn du ja sagst, dass es eine schwierige Situation ist, vor allem für eine Journalistin im Irak, ist es ja kein Spaziergang. Dann denke ich mir da schon, dass da, das ist ja auch eine Frau-zu-Frau-Unterstützung generell, ne? Sei es in welchem Ja. Thema auch immer, dass da eine Gruppe sich findet und sich zusammen verbindet, dann möchte man das meistens nicht mehr verlassen, weil es ist wie eine Schwester, die einem zur Seite steht. Ne? Es Das beschreibst du völlig richtig. Das ist auch das, was die Frauen immer ausgedrückt haben. Manche sagten dann, ihr seid meine Familie. Wow. Und die Schwierigkeit für irakische Journalistinnen ist wirklich extrem. Das muss ich sagen. Sie werden nicht ernst genommen, sie kommen nicht an die sogenannten harten Themen heran, sondern das ist dann im Wesentlichen Lifestyle, Küche, Kochen, Kinder, so ungefähr. So würden wir das sagen. Sie haben teilweise waren das Aktivistinnen während der verschiedenen Protestaktionen. Teilweise sind ihre Verwandten sind misshandelt worden, sind ins Gefängnis gekommen. Also ich muss sagen, dagegen oder verglichen damit leben wir im Westen oder leben Journalistinnen im Westen wirklich im Paradies. Das ist einfach so. Und der Mut der Kollegin, also aus Nasiriyah, aus Basra, ist wirklich extrem. Sie können eigentlich als Journalistin im Irak, so habe ich das gelernt, nur arbeiten, wenn ihre Familie hinter ihnen steht, wenn der Ehemann es gestattet, aber nicht nur, wenn er es gestattet, sondern wenn er es wirklich unterstützt. Also wir haben zum Beispiel auch eine Journalistin gehabt, die dann, als wir uns in Erbil
treffen wollten, weil das in Deutschland nicht ging wegen der Pandemie. Da hat der Vater gesagt, nein. Und die junge Frau war Ende 20. Sie durfte nicht reisen. Wir haben dann interveniert und haben sozusagen mit der Kraft der Gruppe es dann doch geschafft, dass sie gekommen ist. Aber sie ist bei der Reise nach Berlin, die jetzt im April stattgefunden hat, sozusagen nochmal zum Abschluss, ist sie nicht gekommen. Und das heißt, ihr habt als Gruppe den Vater gefragt oder wie kann ich mir das vorstellen? Und das war okay. Ja. Ja, wir hatten ja eine Kollegin in Bagdad, die sozusagen als Redakteurin auch gearbeitet hat, eine sehr bekannte Journalistin, Khulut Alamiri. Khulut ist eine sehr durchsetzungsstarke Frau und sie kannte den Vater. Und insofern Durchsetzungsstark muss man ja sein, als Journalistin ja so oder so, also als jeder Journalist. Aber dann in Irak ist ja nochmal ein ganz anderes Level. Ich habe auch verstanden, wir im Generellen schätzen manche Dinge als zu selbstverständlich ein. Absolut. Und also ich habe eine ganz andere Dankbarkeit auch morgens, wenn ich aufstehe. Und ich kann viele Dinge selber entscheiden. Ich bin unterwegs und ich kann machen, was ich will, theoretisch. Ist absolut nicht jedermanns Alltag. Ich möchte dich aber nochmal zurück zum Anfang von dem Your Turn. Das ist ja der Name von dem Programm, ist ja Your Turn gewesen, richtig? Her Turn. Also sie ist dran. Her Turn. Tut mir leid, ich habe meine eigene Schrift hier. Na, kein Problem. Die Sache ist, wie habt ihr euch entschieden, wie viele Journalistinnen haben sich beworben und wie war das Auswahlverfahren? Wen ihr dann ins Boot holt? Ja, das machen wir eigentlich bei den internationalen Workshops immer gleich, dass wir versuchen, also es gibt einen internationalen Call for Application, also eine internationale Ausschreibung, die in unsere Netzwerke geht. Natürlich haben wir jetzt im Irak kein Netzwerk, aber wir hatten eben Khulut Alamiri, die sehr bekannt ist, sehr viele, also die selber auch ein Online-Portal betreibt, die viele Menschen kennt. Und wir haben das dann auch über die Partnerorganisation New Identity, über die haben wir das versucht zu verbreiten. Es haben sich dann, ich glaube, so knapp 100 Frauen beworben. Und die Auswahl haben wir so gemacht, dass wir sowohl Referenzen angefordert haben, dass wir teilweise Interviews geführt haben. Das Kriterium, was wir haben, das ist vielleicht etwas Besonderes. Normalerweise werden nur sehr junge Journalistinnen gefördert von den internationalen Organisationen. Wir gehen da ein bisschen anders ran. Wir sagen, wir vertrauen auf eine Mischung, eine Altersmischung. Das heißt, dass selbst jemand, eine Frau, die 50 Jahre alt ist, eine Journalistin, die muss noch 15 Jahre arbeiten oder so. Und für sie ist es sozusagen auch eine Chance, im Kopf nochmal, also Dinge zu verändern vielleicht, nochmal eine neue Perspektive zu gewinnen und den Austausch mit den jungen Kolleginnen zu pflegen. Also insofern haben wir alle Altersgruppen drin gehabt, hauptsächlich. Dann haben wir gesagt, möglichst aus allen Regionen des Irak. Und das dritte Kriterium war, möglichst verteilt, große Städte, kleine Städte. Also Hauptstadt, die beiden großen oder drei große Städte ja eigentlich, Erbil, Süleymaniyah und Bagdad. Und dann aber auch kleinere, also die Provinz einfach. Und speziell waren wir natürlich sehr froh, dass wir aus dem Süden Teilnehmerinnen hatten, weil für die Kolleginnen ist es wirklich am allerschwierigsten und teilweise, das ist auch ein Kriterium für uns, dass sie möglichst noch keine internationalen Workshops gemacht haben, weil diese sogenannten Workshop-Hopperinnen, die also von einem Workshop zum anderen gehen, also
Das unterstützen wir nicht unbedingt. Gibt es denn so viele Workshops, wo es Hopperinnen geben könnte? Ja, ja. Also es gibt schon eine ganze Reihe, weil die Skandinavier, die Holländer unterstützen sehr viel. Es gibt aus so verschiedenen Bereichen. Also in Deutschland zum Beispiel gibt es auch eine NGO, die nennt sich El Parlament, also das Parlament. Und die unterstützen Frauen, ja, Autorinnen eigentlich nicht so sehr. Also die machen auch Schreibwerkstätten und so. Und das gibt es halt auch von verschiedenen internationalen Organisationen. Okay, das ist interessant, weil ich dachte, es gibt noch nicht so viele hier. Warum war das wichtig, dass es aus großen und kleinen Städten einfach, damit es fair für alle ist oder damit das Gefühl vom freien Journalismus mehr verteilt werden kann, vielleicht ja, in beides. Verschiedenen Orte? Ja, das geht natürlich um beides. Es geht um den Austausch. Es geht auch, dass sie sich untereinander sozusagen vernetzen. Und das ist ein Erfolg oder eigentlich der größte Erfolg, glaube ich, den dieser Workshop hatte, ist, dass sich im Laufe des Workshops eine Gruppe gebildet hat, die den ersten Journalistinnenbund des Irak, der heißt Tamkin Women oder Tamkin Women, der wurde gegründet und der fängt sozusagen an, ist offen für alle Journalistinnen aus dem Irak, wo man versucht, eben sich gegenseitig zu unterstützen und zu stärken. Und das finde ich, ist eine tolle Sache. Auf jeden Fall. Das heißt, das ist auch durch den Workshop gekommen. Ist das gegründet worden? Ja. Und wo ist das? In welcher Stadt? Kannst du mir das sagen? Na, die hatten sehr große Schwierigkeiten mit den Behörden. Also die sind angemeldet, registriert inzwischen in Bagdad und in Erbil. Und Erbil war nicht so schwierig, aber Bagdad war dann doch sehr schwierig. Und die drei Initiatoren sind aus Bagdad, Nasiriya, glaube ich. Ja, Bagdad, Nasiriya meine ich, und Erbil. Das heißt auch alles schön online. Ja, ja, das ist alles online. Die haben eine Webseite, tamkinwomen.org. Das ist ja eigentlich das, was man sich am meisten hätte wünschen können, oder? Petra, was war deine... Ja, das ist großartig. Das ist toll. Das haben wir auch noch nie geschafft, muss ich ehrlich sagen, weil das ist natürlich das, wo man sagt, das ist nachhaltig. Also es gibt zum Beispiel ein anderes Projekt, vor Jahren gab es mal, die haben eine Webseite gemacht, Nikash hieß die, die gibt es nicht mehr, Schluss. Wenn jetzt dieser Journalistinnenbund, ich weiß ja nicht, was daraus folgt, also ich meine, wir haben als Panther-Stiftung diesen Journalistinnenbund dann unterstützt, auch finanziell nochmal, aber nicht allgemein, sondern wir haben gesagt, okay, wenn ihr ein konkretes Projekt habt, das war's. Sie haben eine Studie gemacht unter 100 Journalistinnen im Irak und haben das zusammengetragen, was deren größte Bedürfnisse sind. Diese Studie ist publiziert im Irak. Sie ist, glaube ich, auch auf der Webseite. Das weiß ich nicht. Aber das ist, finde ich, eine tolle Entwicklung. Ja, das heißt, alle Vorstellungen sind übertroffen worden. Oder gab es einen Moment, wo du verstanden hast, oh, das hätte ich gar nicht gedacht. Sei es in der Arbeit der Frauen oder wie du sagst, dass sie doch schon konstant und sehr frei sich vor den Kameras gefühlt haben. Also ein, zwei Überraschungen gab es da? Oder war das alles? Naja, es war natürlich die Überraschung war eigentlich schon, dass es manchmal diese Texte schon, das war sehr schwierig zu bearbeiten, muss ich sagen, weil ich kann kein Arabisch. Und wir haben dann sozusagen, die Texte kamen teilweise, also der Workshop lief halt so ab, es gab Experten zu bestimmten Themen, also Klima, Korruption, Wahlen, so. Dann gab es Experten aus Europa und aus dem Irak, die haben einen Input gegeben, dann wurde das diskutiert von den Journalistinnen und dann haben sie Texte für einen Blog, der in Deutschland, also auf der Panther-Seite erschienen ist, und für ihre Medien, bei denen sie arbeiten, haben sie geschrieben. Wir haben diese Texte teilweise auf Arabisch bekommen
Dann haben wir entweder mit DeepL oder mit dem Google-Übersetzungsprogramm gearbeitet, haben geguckt, was fehlt noch, um daraus wirklich eine Geschichte zu machen. Das heißt, die Dolmetscher, die ich gelesen hatte, auch da, die waren in Bagdad für die Ladies, ne? Für die Dolmetscher, wir haben diese Seminare, diese Treffen, die wurden simultan übersetzt. Da haben wir, also wir haben mit Englisch, Arabisch und Kurdisch gearbeitet. Okay. Das war auch eine große Herausforderung, das muss man schon sagen. Mhm. Und da geht natürlich sprachlich ein bisschen was verloren. Ja, aber ja. Okay, und das heißt, ihr habt das aber selber dann bearbeitet mit Google Übersetzer und selber sich durchgewurschtelt. Ja, und dann natürlich, genau, und dann ging es hin und her und das war schon sehr schwierig. Was aber toll war, wir haben dann ja zwischendrin, haben zwischendrin Veranstaltungen gemacht, Online-Veranstaltungen für ein deutsches Publikum. Wir haben zweimal zwei Beilagen gemacht, vierseitige Beilagen mit Texten von den Frauen, wo es darum ging, wir wollten nicht sozusagen dieses Bild vom Irak, was es gibt, also dass es alles ganz furchtbar ist und diese Streitigkeiten innerhalb des Landes, Korruption, die Bedeutung der Religion und so, sondern wir wollten mal etwas anderes zeigen und da ist dann unter der Überschrift, wenn ich Präsidentin des Irak wäre, würde ich, sind ganz viele Porträts von starken Frauen aus dem Irak, also Frauen, die etwas verändern wollen, erschienen. Und das haben wir auch bei der zweiten Beilage haben wir es dann auch fortsetzen können unter der Überschrift Wir sind so frei. Das ist natürlich eine deutsche Redewendung, aber da steckt, glaube ich, sehr viel drin und es hat einfach total viel Spaß gemacht. Steckt mehr dahinter, als man denkt. Ich glaube, man darf auch manchmal nicht vergessen, dass wir doch schon Entscheidungsmöglichkeit haben. Genau. Und wenn eins zum anderen führt und wir uns dann vernetzen und dann noch die Frauenpower dazukommt, es ist einfach eine Implosion, das wissen wir alle. Das ist nochmal so ein vertrautes Gefühl, das kriegt man nicht so schnell. Also da bin ich dir auch sehr dankbar, wie viele Frauen du inspiriert haben musst, die ja jetzt weitere Frauen inspirieren. Ob sie jetzt eine Online-Portal oder nicht oder von Mund zu Mund einfach reden und auch neue Inspirationen bringen. Was das für manche anderen dann, diesen einen Gedanken, oh, ich könnte doch jetzt auch mehr machen oder mehr nachfragen oder da mitmachen. Aber Petra, ihr hattet euch dann nach dem Programm in Berlin getroffen, richtig? Ja, das haben wir gemacht. Also eigentlich ist das Programm im Dezember 2020 beendet gewesen. Da war auch das Geld alle leer. Und dann haben wir aber gesagt, naja, eigentlich hatten wir den Frauen ja von Anfang an versprochen, eine Woche Berlin. Und das kennen wir aus den anderen Workshops. Das ist einfach natürlich ein besonderer Anreiz, ist es klar. Naja, und dann habe ich die Stiftung gefragt, ja, also was können wir jetzt machen? Wir können dieses Versprechen nicht einhalten, ist eigentlich schade. Und da hat dann die Chefin sofort gesagt, das bezahlen wir. Wir laden die Frauen ein, so schnell wie es geht. Und das haben wir dann im April gemacht. Sie hatten da die Möglichkeit, es gab an dem Wochenende gab es einen großen TAZ-Kongress, den es jedes Jahr gibt, mit vielen Veranstaltungen, mit dem Vizekanzler, mit vielen Initiativen, das konnten sie. Aber da muss man natürlich auch ehrlich sagen, also das Shoppen war mindestens genauso wichtig. Und das ja, das ist so. Also, und wir konnten, was wir normalerweise machen in den internationalen Workshops, wir gehen zu vielen Organisationen, zu vielen Medienhäusern, wir zeigen den Reichstag von innen. Also um auch so ein bisschen Bild von Deutschland, auch vom politischen Deutschland zu vermitteln. Ja, der Reichstag war leider noch geschlossen wegen Pandemie. Mhm. Aber es war trotzdem... ja, es war dann der tollste Moment, muss ich sagen, war bei dem Farewell-Dinner in der Taz, wo es, das war gleichzeitig mit einem afrikanischen Workshop, also die auch in Berlin waren. Und da gab es dann eben nur afrikanisches und kurdisches, arabisches Essen. Und dann hatten sich die Kurdinnen, die haben sich alle total toll angezogen. Alles in langen Kleidern kamen die Mädels da an.
vier, fünf, sechs. Und dann fingen sie an zu tanzen. Dann haben wir also die Musik schnell besorgt und so. Und auf welchem Platz war das? Wo war das? Ja, das war, das war in der Taz-Kantine. Ach, also es war innen drin, es war toll. Hat einfach unheimlich Spaß gemacht. Habt ihr mitgemacht, alle? Ja, klar. Ja, klar. Man also, hat keine Wahl, es ist ein Wir, ein Tanz für ja, uns alle. Ja, wir haben um das ganze Buffet herum, haben wir rundherum in der Schlange getanzt. Also das war schon sehr bewegend und sehr lustig, muss ich sagen. Also weil es auch so, ja, sie haben sich selber so gefreut. War wirklich ein runder Abschluss. Und jetzt gibt es die WhatsApp-Gruppe, die gibt es halt immer noch. Und ich verfolge das, weil das ist ja auf Arabisch und ich bin dann immer mit meinem Google-Übersetzer dabei. Und da sehe ich halt, dass sie nach wie vor sehr viel persönliche Dinge austauschen. Also die eine braucht irgendwie einen Psychiater für irgendeinen Verwandten oder so. Dann gibt eine andere, die jetzt gerade mal in London ist, die gibt da den Tipp. Also das finde ich schon, schöne Sache. Petra, ich glaube, du hast Erinnerungen kreiert, auch für dich selber, die kann keiner mehr wegnehmen. Noch dazu Türen geöffnet für Kommunikation. Auch wir in Deutschland, da habe ich oft mitbekommen, dass wir untereinander auch vergessen, wie simpel es sein kann, zu kommunizieren, wenn es dir schlecht geht, dich an deine Freundinnen zu wenden. Wir vergessen oft, in welcher Maske wir doch gefangen sind. Und wenn wir dann anfangen, Fragen zu stellen und diese Tür zu öffnen, und wenn wir das schon im Westen, also bei uns, vergessen, dann glaube ich, hier ist das ein Riesengeschenk, dass man ja schon einiges zusammen erleben durfte, Erinnerungen kreiert hat und dann diese offene Tür beibehält. Und ich finde das super schön, dass du da nach wie vor folgst, dass die Frauen auch noch wirklich untereinander connecten. Ich glaube, das ist eine Stärke, das habe ich an mir selber gemerkt. Die kann einem keiner mehr nehmen und mir war nicht klar, wie viel Power es gibt, wenn du in einer Gruppe von Frauen, speziell jetzt Frauen, deine komplette Verletzlichkeit zeigst, deine komplette ehrlichen Fragen, Reaktionen und es wird alles aufgefangen, weil jeder sitzt im gleichen Boot emotional. Aber jetzt sind wir auch noch im Irak und das ist, glaube ich, ein zehnfach größeres Geschenk, was du den Frauen auch gegeben hast, glaube ich, Petra. Ich bin fasziniert von deiner Energie, von deiner Liebe zu dem Sein. So würde ich das jetzt ein bisschen spirituell ausdrücken. Aber man merkt schon, du bist sehr passioniert dahinter. Und ich finde es auch schön, dass du das Versprechen gehalten hast. Und ich finde es noch schöner, dass es gesagt wurde, ja, bezahlen wir. Na, ein ganzer Trip nach Berlin, dass das dann doch auch funktioniert hat. Petra. Ja, okay. Unser Interview neigt sich jetzt schon leider dem Ende. Ich muss sagen, du bist ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Als würde ich jetzt einen Kaffee mit dir trinken. Ja, okay, das fände ich auch gut. Ja, das fände ich schön. Am besten oben auf der Zitadelle. Oh ja. Also ich würde sagen, vor diesem fabelhaften Teppichmuseum. Das ist so schön. Nur nicht jetzt um diese Uhrzeit. Das stimmt. Mittags. Da wirst du gegrillt. Das ist mir zu heiß. Aber ja, ist wunderschön. Mal. Wir hatten übrigens letztens ein Konzert hier in der Citadel auf der Open-Air-Bühne. Oh, wow. Sehr schön. Abends mit Lichteffekten. Das war auch deutsch-französische Musikgruppe. Ja. Das hättest du auch wirklich gefeiert, glaube ich. Das freut mich sehr. Als wir damals im Oktober in Erbil waren, wollten wir auch, da sollte es eine Ausstellungseröffnung geben, oben in der Zitadelle. Aber es gab eine Terrorwarnung. Oh. Die sich dann es ist dann nichts passiert, aber es wurde alles abgesagt. Also insofern alles Gute für euch in Erbil, viele schöne Veranstaltungen in der Zitadelle. Danke, Petra. Ja, und ich danke auch fürs Interview. Uns gibt es übrigens jetzt auf Spotify, Apple und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht zu abonnieren.